Willkommen zurück in Skyrim. Ja, ich weiß, die coolen, naja, YouTuber, die haben jetzt immer so einen Spruch, den sie machen. Ah ja, ich erinnere mich. Ich muss das Pfeil schießen, das war ja übrigens. Ich hatte da letztes Mal eindeutig Probleme mit den Pfeilen. Die wollten auf keinen Fall so sich bewegen, wie sich das ein Bogenschütze vorstellt für Pfeile. Und das läuft einfach nur furchtbar, wenn auf einmal die Pfeile, naja, merkwürdige Kurve fliegen. Oh Mann, ich habe das schon ein paar Mal jetzt probiert. Und man kriegt das wieder hin, indem man einfach so lange schießt, bis der Fehler wieder weg ist. Einfach immer ballern. Aha, das war's. Jetzt fliegt er wieder, hoffe ich doch. Okay, noch ein Test. Sicher, sicher, ich will jetzt hier nicht... Jo, der Pfeil fliegt wieder dahin, wo er soll. Subi. Das ist ein Bug, den ich noch nie hatte und ich hatte keine Ahnung, wie man den behebt. Man lernt ja nie aus bei Skyrim. Es gibt so viele Bugs zu entdecken. Aber Bugs gehören eben zum Spiel dazu. Die habe ich schließlich extra bezahlt. Die will ich auch nutzen. Nicht jetzt als mieser Bug-User, sondern wegen dem Spaß. Natürlich, natürlich nur für den Spaß. Nee, eigentlich mag ich Bugs auch wirklich nicht, die man so richtig ausreizen kann. Totale Übermacht des Gottgleichen. Wozu soll ich ein Spiel spielen, wenn es, naja, überhaupt keine Rolle spielt, wenn ich dann locker immer gewinne? Dann habe ich keinen Reiz an so einem Spiel. Nur sterben macht Spaß. Naja, vielleicht ist das auch ein bisschen übertrieben. Ist eigentlich meine Begleiterin da? Oh ja, alles cool. Bisschen kalt hier draußen. Next safe. Wie sieht's aus, Jungs? Oh, wer sieht mich? Ich huste. Falsche Taste. Naja. Oh, ich wollte ja noch ein Gift nehmen. Zack. So, mit Gift soll es besser durchziehen. Mensch, wer sieht mich denn hier? Es kommt keiner auf mich drauf zu, immerhin. Was ist hier los? Was ist denn das da? Ist da jemand? Ist das ein Hund? Oh, das ist ein Hund. Den knall ich mal weg, wa? Wow, ein banditentrainierter Hund. Ha, gut. Okay. Jetzt war es irgendwie einfach. Naja. Es kann nicht immer schwer sein. Nein, jetzt habe ich auch Müll genommen. Nee, Kind, Panik mir, ich zieh dich nicht aus. Wenn ich dich ausziehe, bist du ja nackig. Nehme ich auch mal mit. So. Höre ich da irgendwas? Okay, dieser eklige Bildeffekt ist wieder weg. Gott sei es gedankt. Ein Bett wäre cool. Wurde schon mal gebaut? Mal gucken. Wo wäre eine Bettrolle bei Krempel? Bettrolle. Bettrolle, Bettrolle. Oh, ich habe keine Bettrolle. Zwei Wolfspelze. Ist ja gar nicht so schlecht. Was mit dem Craften? Taste? Geraten? Richtig geraten? Falsch geraten? Falsch geraten? Was ist das dann? Ne, das macht das. Oh ja, das habe ich ja schon alles schön konfiguriert. Das gefällt mir. Ah, das ist die Mappe. Ah, ich wette, ich muss die Waffe schieben. Versuchen wir es nochmal. In der Nix. Wer schreit denn da so? Hört ihr das auch?
fantasiere ich hier. Soll jemand schreien? Macht mich das nervös, wenn hier so rumgeschrieben wird. Wieso kann ich hier nicht craften? Okay, das rennt. Das ist ein Rentier. Ja, sehr witzig. Beutetiere. Komm her, du. Ha. Ha. Ich muss hier weiter überleben. Ich will nicht ständig rumkrepieren. Wollte ich nicht hier andere Waffenset laden? Aha. Wo ist hier das böse Tier? Ja, meine Begleitung wäre cool. Wo ist mein Mädchen hin? Ach, jetzt sei nicht so nervös. Okay, meine Schöne ist hier. Wie sieht's mit deiner Health aus? Oh, gut. Nicht schlimm. Alles Roger. Jetzt hat sie denn hier gejagt und getötet. Na, so eine Motte bestimmt nicht. Blümchen, Blümchen. Ja, jetzt versuche ich einfach mal ein bisschen von der Natur zu leben. Ich bin ja schließlich Ork, das sollte das wohl möglich sein. Mit der Zivilisation, das führt mich ja immer nur in den Tod. Und zwar in den schnellen. Also ich glaube, ich könnte ein kleines bisschen Heizung gebrauchen. Kühl langsam so ein bisschen. Aha! Darum hat sich mein Mädchen offensichtlich gekümmert. Gott gemacht, Schöne. Da ist ein Mod noch nicht konfiguriert. Offensichtlich nicht. Hunterborn. Wieso nicht an? So. Wie jetzt nicht? Wieso erkennt er die Spinne nicht? Spiders sind an. Das ist ein Spider. Befehlt nicht ganz. Tundra ist bei der. Aha! Jetzt kapier ich's. Die erkennt er nicht. Habe ich dann nicht diesen. Nein. Taxonomie, da ist er. Okay. Habe ich also schon vorbereitet. Das hätte ich mir denken können. Da ist er. So. Ist nämlich eine Spinne. Siehst du? Was da? Spinne? Aber die Spinne kennt er nicht, die ist nicht vorbereitet im Skript. Aber ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall Frostbite Spiders. Und Junge Ermino. Und Zutaten, wieso nicht? Sehr schön. Ich werde sogar schlauer dabei. Durchsuchen. Ich glaube, da finde ich nur dieses Gift. Genau, das nehmen wir ja nicht. Wir haben das ja anders geholt. Weg damit. Das ist nur Bug-Using, wenn ich mir jetzt das Gift noch nehme. So, nach dem Motto gibt ja auch zwei Gifte. Kann ich auch zweimal zappen. Ja, ich weiß, das ist boring. Ich kämpfe. Ich stürze mich nicht in den Tod, wie so ein Irrer. Und ich wollte mich ja noch ein bisschen aufwärmen hier irgendwo. Hier haben wir ja bestimmt ein kleines Feuerchen. Vielleicht sogar. Ah, geschlossene Kiste. Ah, nehmen wir erstmal das hier zum Aufwärmen. Na, das mach schon. Schön. Jetzt warm machen. Wie sieht's denn aus? Wirkt das Ding nicht, oder was? Soll ich mich da draufstellen? Ah ne, jetzt wollte er doch. Doch, sie registrieren es. Hier ist wärmer. Brauchen nur ein bisschen. Ja, von diesem Scan habe ich die Taktfrequenz etwas runtergestellt, weil das, naja,
teilweise ein wenig belastend ist, wenn da andauernd die Wärme überprüft wird. Besser ohne Helm, ohne Schild am Arm. Zu schade, dass sie nicht die Art der Hitzequelle registrieren. Der eine macht sie im Stehen, der andere im Hocken. Eigentlich müssen die ja beide stehen, die Flamme ist ja so hoch, dann wie soll man sich da denn anhocken? Krypten sind eben doch strenge Grenzen gesetzt. Wie sieht's aus? Bin ich wieder warm? Jo, richtig schön mollig. Wirklich. So. Eigentlich wollte ich ja mein Bett bauen. Ja. Aber irgendwie funktioniert das ja nicht mit dem Craften. Ah, ich glaube, hier oben hatte ich die drin. Hier was? Ja. Hier? Auch nicht. Ah. Experience, you can choose forage generators. Feuerwehr zusammen. Oh toll, das hat nichts gebracht. Hier die Taste was? Aha! Mist, kann ich eine Bettrolle machen? Ne, keine Bettrolle. Das ist der falsche. Ja. Okay, habe ich wohl vergessen einzustellen. Dann muss ich den noch modden, ne? Wo bist du, mein Freund? Frostfallen. Frostfall, Frostfall, Frostfall. Es ist echt nicht gut, wenn ich mir ein paar Monate das Spiel nicht angucke. Gameplay. Sind die verdammten Tasten? Effects and Interfaces, genau. Was sind Survival Skills? Habe ich die also. Okay. Ah, jetzt geht's auch. Cool. Oh, Bettrolle sure hätte ich warm gerne. Bed right about now. Ja, ich weiß, ich hätte auch gern ein warmes Bett. Aber im Moment habe ich leider kein warmes Bett zur Hand. Ich kann nicht eine Bettrolle nur machen, wenn ich so ein Ding habe. So ein Tanning Rack. Dafür brauche ich noch zwei Feuerholz. Just a few more hours and I can crawl under some furs. Ja, ich gucke ja, ob ich hier erstmal genug Wood zusammenkriege. Ja, ich brauche Firewood. Feuer gibt's ja hier. Oh ja, reichlich. Sehr schön. Tanning Rack stelle ich hier drüben mal eins hin. What? Dann habe ich hier ein Tanning Rack. Erst muss ich eins bauen. Craft Item. Misk. Tanning Rack. So, jetzt hat der Ork sich ein Tanning Rack gebaut. Ja, alle Survivalist. Ja, droppen wir mal. Genau, Place Tanning Rack. Ja, ein bisschen gerader hätte ich schon gerne. Muss nicht wie scheiße hier stehen. Not out in Riverwood. Vielleicht auch nicht im Busch. Don't even have a wall. Ah, nicht in der Luft. Ja, hin damit. Hooray! So, und jetzt mal gucken, ob ich eine Bettrolle hinkriege. Eine Bettrolle. Wo wäre eine Bettrolle drin? Hier? Bettrolle. Hat das Bettrolle? Alles dabei. Großartig. Voll schwul sein. Mach ich auch eins. Quality Leather. Quality Wolffell. Na klar, mach ich auch eins. Nee, Strips noch nicht. Naja, das war doch gar nicht so schlecht hier, der kurze Aufenthalt. Das hat doch gelohnt. Ah, eigentlich könnte ich jetzt da drüben auch schlafen. Und von da aus ein paar Mal ins Streifen dann. War hungrig, durstig, müde. Cool. Und vor
Feuer muss ich mir denn noch machen? Ich glaube, ich habe noch nicht genug Feuerholz. Naja, das wird sich schon noch zeigen. Einfach mal erstmal hinstiefeln. Dann werde ich mich hier einrichten. Das wird jetzt mein Lager. Von hier aus werde ich dann Kundschaften gehen. Also brauche ich jetzt hier meine Bettrolle. Und ich glaube, hier ist ein schöner Platz. Da will ich meine Bettrolle hinlegen. Items, Bedroll. Wo war die? Ach ja, die Bettrolle. Da ist sie. So. Ach, das war hier ein bisschen anders mit der Bettrolle. Das war irgendwie so ein Schleichdings. Aha, genau. So funktioniert das mit dem Bettrollen. Jetzt habe ich einen Platz zum Schlafen. Und der sollte sogar halbwegs regengeschützt sein. Ah, ich hätte jetzt die Bettrolle auch näher ans Feuer legen können. Ach, ist egal. Oh ja, aufwärmen. Futter gucken. Ich glaube, ich könnte was essen. Und trinken. Rollbutter. Machen wir mal rein damit. Futter, nein. Eigentlich noch genug Wasser. Könnte ich auch davon mal einen essen. Oder zwei. Ja, jetzt brauche ich natürlich wieder mehr Wasser. Habe ich was Besseres als Wasser, bitte? Nee, darauf bin ich noch nicht scharf genug. Ich halte mich noch am Wasser. I need more water. Noch ein bisschen mehr. Okay. Na, dann hätten wir das Problem ja wohl gelöst. Gut, dann wird jetzt geratzt. Oh, ist ja schon wieder Mitternacht durch. Dann können wir auch bis um 8 schlafen. Das ist nur fair. Zumindest in meiner Welt ist das fair. Ist zwar in meiner real physischen Existenz in der Regel nicht möglich, sich so einen wunderbaren Schlaf zu gönnen. Irgendwie hänge ich jetzt gerade in der First Person fest. Als wenn, in der Third Person fest, als wenn meine Maus irgendwie nicht geht. Saf. So. Und dann lode ich den Saf nochmal. Und dann hoffe ich mal, dass ich mich wieder bewegen kann. Nein. Ist das ein Problem meiner Maus? Ist irgendwo was für das Scrollrad, was bewirken müsste? Sag nicht, ich habe eine defekte Maus, dann kriege ich hier Würge. Ah, jetzt geht's wieder. Merkwürdig. Okay, Backbogen. Maus geht wieder. Mann, immer diesen Schocker.